Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zum Let's Play vom Spiel City Skylines. Ja, in der letzten Folge habe ich hier den oberen Bereich meiner Stadt nochmal einen Personenbahnhof erbaut und einen Güterbahnhof, der ist hier. Und ja, es werden schon fleißig Waren abgeholt und angeliefert und ja, läuft ganz gut. Auch hier habe ich einen neuen Staudamm, aber außer Betrieb. Das ist sehr gut für einen Staudamm. Warum ist der schon wieder außer Betrieb? Mensch, im Staudamm erkennen wir das nicht so aus. Ich weiß, dass sie Strom erzeugen sollten. Komisch, egal. Hier haben wir noch jede Menge Platz. Hier habe ich vor, so ein kleines Recycling, Umwelt etc. Viertel zu erstellen. Mal schauen, ob das so geht. So. Hier nochmal Industrie. Genau. Dann auf der anderen Seite hier eine. Halt Recycling Center und noch ein Recycling Center. Müsste reichen für die Stadt. Vielleicht eine Müllverbrennungsanlage noch dazu. Auch hier unten. Hey, 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 was ist denn da los? Die ganze Stadt stirbt mir weg, wie es ausschaut, oder wie? Gesundheit. Friedhofsauslastung. Sollte vielleicht hier nochmal Friedhof hinbauen, oder wie? Brauche ich eigentlich nicht. Krematorien sind das gleiche. Ein Krematorium habe ich ja schon so viele. Hier ist eins. Aber irgendwie kommen die gerade nicht so hinterher, wie es ausschaut. Vielleicht hier oben noch ein Krematorium? Direkt an die Kreuzung, nee. Vielleicht eher so eine Nebenstraße oder hier. Ah, neben Personenbahnhof macht natürlich einen sehr guten Eindruck. Daher passt. Da freuen sich auch viele, oder viele auch nicht. Hier gibt es eh schon einen Verstorbenen, also quasi ganz in der Nähe. So, hier bei dem Viertel, da geht's weiter. Der Staudamm, der macht mir Sorgen. Oder kann ich? Hier könnte ich unten durchbauen. Irgendwie, oder? So. Ja, geht nicht, aber hier wird es gehen, oder? Auch nicht. Ah, das wird gehen, okay. Dann baue ich die Straße einfach ein Stückchen weiter oben, irgendwie. Ja, perfekt. Haben hier nochmal Industrie. Dann sind sie wieder glücklich. So. Hier die Straße geht dann wieder ein Stückchen bergauf. Geht das so? Ja, kann man machen. Nee, kann man nicht machen. Schaut furchtbar aus. Bei dir noch weiter nach oben ziehen das Ganze so. Und jetzt die Straße hier anschließen. Jawohl, gleich viel besser. Viel besser. Genau. Als nächstes werde ich hier. Ah, geht es nicht entweder da oder da? Ah, schade. Einmal so. Als nächstes kommt hier für die Straßeninstandsetzung einmal der hin und einmal der hin.
Ich hoffe, dass der Strom reicht. Genau, dann machen sie gleich die richtigen Fahrzeuge auf den Weg. Sehr schön. Sollen wir auch noch Industrie reinbauen? Geringe Nachfrage hätten wir, aber hier haben wir auch so eine große freie Fläche. Wenn ich so rüberfahre, dann wäre hier wieder Platz verschenkt. Und hier geht's nicht, weil. Ah, das ist ein Paradoxplatz. Dann kann ich ja verschieben. Verschiebe ich daher, genau. Ah, jetzt geht's. Nein, geht auch nicht. Dann haben wir hier wieder so einen Streifen Luft. Ah. Das mag ich eben nicht. Ah, dann machen wir es so und. So, genau. Das ist nicht so schlimm. Wer baut so blöde Straßen? Oder vielleicht eine Einbahnstraße mal zur Abwechslung. Genau, vielleicht viel besser. Aber auch im Industriegebiet draus. Zack, 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 zack. Hier machen wir Gewerbe. Halt, machen wir das auch zum Gewerbegebiet. Und halt das machen wir zum Bürogebiet. Ah, dann machen wir das auch zum Bürogebiet. So, dann kommt hier Industrie, Industrie, Industrie. Sehr schön. Also Platz müsste jetzt aber ausreichen. Weil der Strom. Strom wird wahrscheinlich nicht reichen. Oder ich hoffe zumindest, dass er reicht. Aber warum will der Damm, das Wasserkraftwerk nicht? Außer Betrieb, warum denn? Es kommt doch genügend Wasser oder wie oder nicht oder schon. Wo sehe ich die Strömung? Okay, hier steht jetzt die Strömung. Das Wasser. Wenn ich den jetzt anschalte. Der kostet nur unnötig Geld, wenn er nichts bringt. Aber die Strömung, hier haben wir doch überall Strömung. Dann könnte ich hier einen Damm bauen. Weil kommt wahrscheinlich die Strömung ganz zum Erliegen. Und ich baue hier einen Damm rüber. Das geht. Also nicht genügend Geld. 154.000. Heftig. Bis daher wird es gehen. Dann hätten wir halben schon mal. Wie schaut es aus, meine. Ah, okay. Muss jetzt mal die zurückzahlen. Zahlen wir das zurück. Zahlen wir das zurück. Was? Könnte ich theoretisch 80.000 nochmal neu nehmen? Halt. Ja, okay, das Geld reicht dann sowieso nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, genau 40.000 Einwohner. Hey! Ja, die ganze Stadt stirbt mir weg. Warum denn? Was ist denn da los? Am Wasser kann es nicht liegen. Gesundheits. Friedhofsauslastung. Ja, ich brauche unbedingt noch einen Friedhof. Es kann nur am Friedhof liegen. So, wo bauen wir den Friedhof hin? Nächste Frage. Ja, ich glaube, die Krematorium kommen nicht ganz hinterher. Warum kann ich die nicht hinbauen? Ah, weil das Krankenhaus ist. Dann bauen wir dahin. Hey, Friedhof mit Bushaltestelle. Hey, gibt's sowas? Wir können die Toten direkt mit dem Bus herfahren. Nee. Natürlich nicht. Setzen wir einfach die Bushaltestelle. Passt. Ich
Hier oben brauchen wir dann eben noch mal ein paar Busse. Ah, Strom. Ich brauche Strom. Ja, macht ja nichts. Ja, dann reiße ich einfach wieder ab. Kommt das eine Flutwelle? Ja, nee, nicht wirklich. Der hat kaum Wasser aufgestaut. Hier sieht man es. Okay. Busse werden auch gebraucht, habe ich gesagt. Busse, Busse, Busse. Wie machen wir das? Vielleicht ein Busse, wo direkt am Bahnhof hält. Geht schon mal gut los. Halt, das ist ein Güterbahnhof, oder? Nee. Der ist da vorne. Okay, okay, passt schon. Dann fährt der Bus hierher, dass sich die Linien wieder kreuzen, sage ich mal. Dann fährt er hierher. Wir haben hier so ein Gebiet. Dann hält er hier an. Hält er dort an. Dort. Hier. Dann fährt er hier rauf. Einfach so kreuz und quer durchs Gebiet. Passt schon. Kann man machen. Muss man aber nicht. Nee, halt. Die machen weg. Dann fährt er daher zum Heizkraftwerk. Hier, ne halt, stopp. Daher. Dann fährt ich hier die Straße mal runter, Stückchen zumindest. Lass mal so rüberfahren. Ach, kurz orientieren. Weil die U-Bahn-Linie ist auch noch da. Die U-Bahn-Linie. Ach, schon wieder kein Strom. Also wird es wahrscheinlich Nacht sein, wenn wir keinen Strom haben. Dann fahren wir so. Dann fahren wir so her. So. Dorthin und dorthin, genau. Hey Mann, was ist da los mit der Stadt? So viel. Er muss jetzt wirklich ein Kohlekraftwerk bauen, oder wie? Oder was ist das andere? Oder halt, stopp, 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 stopp. Spiel kurz anhalten. Jetzt nehme ich noch einen Kredit auf. 60.000. Jetzt kann ich den zurückzahlen und nehme ihn gleich wieder. Jetzt habe ich 256.000. So, jetzt könnte ich theoretisch hier einen Damm hinbauen. Huch, die geht in die falsche Richtung, oder wie? Das Wasser kommt ja von hier. Oder hat sich die Strömung jetzt gedreht? Okay, der Damm, der bringt gleich noch genügend, oder? 16 Megawatt, okay. Wenn ich den anschalte, bringt er wieder was oder nicht? Das ist die Frage. Ich muss fast ein Ölkraftwerk bauen oder irgendwas. Oder Kernkraftwerk. 200.000. Ich bin eigentlich nicht so Fan von Kernkraft. So, jetzt haben wir Kernkraft. Megawatt. Jawohl, müsste erstmal reichen. So, was ist hier los? Nicht genügend Wärme. Wieso? Haben wir doch genügend. Passt doch. Genau, jetzt brauche ich einen Bus, der wo hier oben entlang fährt, weil ich wollte die Farbe noch ändern. Einen blauen Bus. Hellblau. Da ist einer unterwegs. Stopp, Spiel kurz anhalten. Dich nehme ich gleich mal dran und die machen wir gelb. Oder habe ich gelb schon? Ne, gelb habe ich ja schon. Okay. Dann
Weiß. Habe ich weiße Linie schon? Nee, noch nicht. Passt. Lass mal so. Das hat auf jeden Fall genügend Energie wieder. Was? Strom? Geht gleich so weit runter, ey, krass. Verkaufe ich Strom irgendwie zum Nachbarn rüber oder was? Oder wie? Ah, Kernkraftwerk braucht Wasser. Sonst explodiert es wahrscheinlich, schätze ich mal. So, das müsste reichen. Und die will noch nicht genügend Wärme, oder wie? Heizungsverfügbarkeit. War noch ein Heizkraftwerk, oder wie? Mann. Ja, Wahnsinn. Eine Dauerbaustelle. Ich könnte dauernd irgendwelche Gebäude bauen. Vielleicht daher so. Ich muss erstmal das abreißen. Das auch noch. Genau, perfekt. Jetzt kann ich die Leitung halt spielen und anhalten. Machen wir schön. Soll schon schön sein. Direkt so und das machen wir so. Halt das hier wieder so ein Loch. Perfekt, so kann es weiterlaufen. So, es springt hier hoffentlich bald an. Und... na komm, geh nach oben. Ja, was ist da los? Warum geht es nicht nach oben? Ich habe extra jetzt nochmal ein Kraftwerk gebaut. Ah, das dauert wahrscheinlich eine Weile. Dass sich die ganze Wärme auf die ganze Stadt ausbreitet. Jawohl, geht langsam nach oben. Sehr schön. Strom schaut auch noch gut aus. Ja, sehr schön. Ja gut, was war das? Feuerwehr. Genau, Feuerwehr. Haben wir zu wenig Geld. Ah, Teufelskreislauf. 60.000 kostet das Teil. Nehmen noch einen Kredit auf. Polizei. Nee, brauchen wir nicht, aber Feuerwehr ist wichtig. Vielleicht hier ins Ecken. Genau, so ja. Hier unten, die sind irgendwie immer. Bei denen brennt es wahrscheinlich die ganze Zeit, oder wie, oder? Warum will die Feuerwehr da unten nicht regeln? Was soll die mir versetzen? Stellen wir da her. So, jetzt können wir hier nochmal Industrie reinmachen. Zack. Wie schaut es jetzt aus? Auch nicht gerade besser. Ach ja, egal. Mülldeponie 45% voll. Nicht genügend Treibstoff. Ach komm. Reiß ich ab. So, was hat's irgendwie komischen Kraftwerke da? Nee, haben wir nicht. Machen wir dabei wieder Industrie dahin. Ah, Müllkraftwerke sind glaube ich eh nicht schlecht. Was haben wir hier? Bringt 12 Megawatt. Brauche unbedingt noch eins. Kostet 30.000. Ich habe schon wieder kein Geld mehr. Doch. Nee. Das zurückzahlen. machen wir schnell steuern. Ein bisschen hoch. Nur kurzfristig. Brauche noch ein paar Müllverbrennungskraftwerke. Ein bisschen schneller das Ganze. Kriegen wir schneller Geld. Jawohl, wir haben 9% machen. Wir freuen sich wieder alle. So, halt. Müllverbrennungskraftwerk. Hier oben habe ich eh schon eins. Dann vielleicht hier unten. Ne? Hier nochmal eins hin, wo quasi hier den unteren Teil der Stadt versorgt.
Und vielleicht hier auch noch eins hin. Perfekt. Auch wenn ich Recycling Center habe, aber trotzdem. Mit Verbrennungskraftwerke bringen Strom. Also Strom müssen wir jetzt auf jeden Fall genügend haben. Wasser schaut auch ganz gut aus. Wasserverfügbarkeit. Oh je. Brauche nochmal eine Pumpe. Obwohl, die können wir direkt hierher setzen. Hat die Strom? Ja, hat sie. Sehr schön. Ist auch eine Pumpe. Bauen wir hier gleich den nächsten. Das heißt, wir haben auf jeden Fall genügend Wasser. Abwasserklärung. Ah, müssen wir auch nach oben schrauben. Also quasi nochmal so ein Entsorgungskraftwerk. Nicht Entsorgungskraftwerk. Wasseraufbereitungsanlage heißt sie. So, wenn das jetzt nicht reicht, dann aber. Das ist außer Betrieb, dann könnte ich ihn theoretisch ja. Tun wir abschalten. Der kostet mich nämlich gar nichts. Der bringt immer noch 16 Megawatt. Okay, den lassen wir. Wie schaut es hier aus dem Stadion? Auch wieder gewonnen. Hey! Aber nur 18.000 Zuschauer oder was? Nee. Wie haben wir das Spiel gewonnen? Geht es um Ergebnisse? Nö. Ein Zuschauer ist momentan im Stadion. Ganz allein. Aber die Fans kommen eh immer alle pünktlich ins Stadion, denn hier haben wir direkt eine U-Bahn-Station und eine Bushaltestelle. Na, hier das Hotelviertel von Paul. Sehr schön. Ah, die Insel wird langsam, ja, langsam aber sicher wird die Insel voll. Ah, hier haben wir ein kleines Verkehrsproblem, oder? Immer erst im letzten Augenblick wollen die abbiegen, ist klar, dass es da Staus gibt. Warum fahren die nicht auf alle sechs Fahrspuren? Dass hier einen Stau gibt. Und hier gibt es einen Stau, weil, keine Ahnung. Boah, staut sich bis darüber, bis hierher, bis ins andere ins Industriegebiet rein. Heieiei. Hier Friedhöfe. Das ist fast schon voll. Ja, bei dem passt noch. Also Verstorbene sind alle schon abgeholt worden, hoffe ich zumindest. Gesundheitssystem, Krematorium haben auch genügend. Krankenhäuser, Durchschnittsgesundheit. Boah, 81%. Ja, Respekt, sage ich nur. Hier haben wir eine Sauna, oder? Ne, ist keine Sauna. Das ist eine Sauna. Halt. Genau, Sauna. Nee, passt schon. Ja, gut. Dann. Was haben wir hier? Karussellpark. Hey. Man kann hier nicht hinbauen, weil. Machen wir da hin. Ja, freuen sich alle. Hey. Sehr schön. Und wo ist mein Paradoxplatz? Ob etwas winterlich ist? Rodelbahn, nee. Curling Park. Ah, passt da schön her, oder? Hätte ich auch drehen können. Drehen. Passt ja so. Ey, lass uns lieber so. Mal wieder Gewerbegebiet außenrum. Sehr schön. Ein Curling Park.
Da freuen sich alle. Ja, aus dem Industriegebiet. Da sind wieder alle ein bisschen traurig. Weil, wollen wir doch am Paradoxplatz noch schnell rein. Aber wo finde ich den? Da ist er. Da so hier. Naja. Und hier oben. Hier irgendwas Kleines hin. Oh, okay, klein. Klein. Ah, es geht hier, wo hier die Porn ist. Die. Für den Personenverkehr. Was haben wir hier? Grillpark. Na, hier ist ja. Ist ja Industriegebiet. Waren also groß. Ich will irgendwas Kleines da hinten bauen. Klein. Ja, vielleicht auch ein Paradoxplatz einfach. Den kann man immer aufstellen. Da freut sich jeder. Ja gut. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play City Skylines. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.